Dann schauen wir mal, ob die anderen Besucher dieser Taverne genauso interessant sind wie O. Also bisher haben wir noch nicht mit allzu vielen gesprochen. Hier in der Ecke war noch einer. Genau, der da. Du siehst einen leicht gebeugten alten Mann mit einem grauen Vollbart und einer Löwenmähne von grauem Haar. Er trägt einen Schulterschutz als Rüstung und behält einen Helm in seiner Nähe. Er raucht eine Pfeife und trägt einen Tabakbeutel an seinem Gürtel. Er sieht ganz schön stark aus, aber er ist ein wenig plump und scheint auf leichte Atmosphäre zu haben. Na, du bist ja ein Anblick, Jüngchen. Hab noch nie einen dermaßen mit Narben gepflasterten Kerl gesehen. Das sieht ja aus, als ob du einen Narbenmantel trägst. Wo bist denn gewesen? Hast in einen Mähdrescher rumgehangen? Er lacht. Oh, ich mach nur Spaß, Jüngchen. Ich mein's nicht böse und ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Ich bin Ebb. Er streckt seine Hand aus. Boah, kann nicht schaden. Sei gegrüßt, Ebb. Er drückt dir fest die Hand. Oh, ich entschuldige mich für meine unverschämte, ungerechten Worte. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Kann ich dir vielleicht was zu trinken spendieren, um die Sache zu bereinigen? Warum nicht? Auch wenn es bei uns nicht wirklich viel wirkt, ist es trotzdem eine nette Geste. Gut so, Kumpel. Warte. Er steht auf und geht zum Tresen. Kurz darauf kommt er mit zwei gefüllten Krügen zurück. Für dich, Kumpel. Trink. Er selbst nimmt einen großen Schluck, zieht an seiner Pfeife und sagt, was kann der alte Ebb an diesem schönen Tag in Siegel für dich tun? Oh, wir haben da ein paar Fragen. Oh, so siehst du auch aus. Ich meine, man sieht es dir an, dass du nicht aus der Gegend kommst, Kumpel. Du siehst ein bisschen anders aus. Für einen echten Einheimischen. Ebb kichert und nimmt noch einen Schluck. Nun, was kann ich für dich tun, Junge? Soll ich dir was über die Gegend erzählen? Ebb zwinkert dir zu. Fangen wir an mit Wer bist du? Ebb Knaki, dritter Rang des Harmoniums, mittlerweile im Ruhestand. Als Schlepper arbeite ich nur noch mit meiner Stimme, da ich nicht mehr so gut zu Fuß bin wie vor 20, 30 Jahren. Er kichert. Nun, Kumpel, wer bist du? Und in welchen Schwierigkeiten steckst du? Was bringt dich zu dem Glauben, dass ich in Schwierigkeiten stecke? Kein Mensch hat so viele Narben wie du, ohne dass er irgendwie in Schwierigkeiten steckt. Ob er selbst daran schuld ist oder nicht. Ebb setzt einen vorwurfsvollen Blick auf. Glaubst du etwa, der alte Ebb ist blind? Ha! Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber meine Sinne sind noch scharf. Wer ist hinter dir her, dass du dir solche Sorgen machst? Vielleicht kann ich dir ja helfen, oder? Ha. Wir könnten dir natürlich jetzt die Wahrheit sagen. Und bisher sind wir damit eigentlich recht gut gefahren. Also den meisten Leuten, denen wir das sagen konnten, haben wir auch vertraut. Also wir haben es einfach vertraut. Wir haben ihn einfach vertraut und dann hat es sich als richtig erwiesen. Und er scheint ja auch ein netter Kerl zu sein. Also ja, ein paar Schwierigkeiten. Ich bin in der Leichenhalle erwacht und scheine vergessen zu haben, wer ich bin. Wie? Er blinzelt, dann runzelt er die Stirn. Was hast du gerade gesagt, Kumpel? Du bist in der Leichenhalle aufgewacht? Ebb mustert dich. Haben dich vielleicht mit all deinen Namen für einen Toten gehalten? Ebb kichert. Wäre mir genauso gegangen. Er zieht an seiner Pfeife. Diese Staubis. Er verbessert sich. Ich meine diese Staubmenschen. Seien wir diesen Bleichgesichtern gegenüber nicht allzu unhöflich. Haben manchmal wirklich die Wahrnehmungsfähigkeiten und Freundlichkeiten eines Grabsteins, was? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da was vermasselt haben. Also die andere Alternative will er sich wohl gar nicht vorstellen. Na gut, fragen wir ihn, welche Orte er uns so empfehlen kann. Ebb zieht an seiner Pfeife und mustert dich. Dies ist vielleicht die beste Absteige, in der du landen konntest. Nach deiner Tätowierung zu urteilen, bist du verrückt nach Körperbemalung. In diesem Fall gibt es einen Tätowierladen, unweit von hier in Richtung Mittelpunkt des Rings. Meide die Gasse der gefährlichen Ecken, wenn du kannst. Ignus hat sie vor nicht allzu langer Zeit in Brand gesteckt und zwischenzeitlich haben ein paar üble Vollblüter in dieser Flammenwüste ihre Absteige aufgeschlagen. Vor nicht allzu langer Zeit? War das mit Ignus nicht vor ein paar Jahren oder Jahrhunderten?
Da sind wir uns gar nicht mehr so sicher. Aber stellen wir ihm noch ein paar Fragen. Wir können noch mal fragen, was es mit dem dritten Rang des Harmoniums auf sich hat, den er wohl innehält. Mit ernster Miene und stolz geschwellter Brust sagt Epp: Jawohl, dritter Rang des Harmoniums. Seine Anspannung lässt etwas nach. Habe jedoch seit vielen Jahrzehnten keinen Dienst mehr geleistet. Den Fiederkiel zu schwingen, war nicht ganz mein Ding nach den ganzen Kämpfen und Schlachten, die ich durchgemacht habe. Deshalb beschränke ich mich darauf zu beobachten, was im Stock passiert und helfe, wo ich kann. Und du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. In was für Kämpfe und Schlachten warst du denn? Epp rollt mit den Augen. Es waren so viele, dass ich mich gar nicht an alle erinnern kann. Naja, beinahe jedenfalls. Ich habe allzu lange im Blutkrieg, diesem stümperhaften, geführten Krieg der Lügen auf Terrasse und viel zu lange im Krieg der schwarzen Jahrhunderte gedient. Epp beginnt die Kriege lautlos an seinen Fingern abzuzählen. Ach ja, dann waren da noch der Drei-Ebenen-Krieg und viele andere. Sogar am Befreiungskrieg des Harmoniums habe ich teilgenommen. Außerdem war ich in der Stadtwache von Sigil. Viele meinen, dies sei der gefährlichste Auftrag von allen. Er lacht lauthals. Der Gedanke an den Blutkrieg bohrt sich wie ein eiskalter Dolch in dein Herz. Erzähl mir mehr über den Blutkrieg. Ohne deine Reaktion zu bemerken, seufzt Epp. Ja, der Blutkrieg. Die gefährlichste Familienfehde, die sich hier auf dieser Seite des Urschleims abgespielt hat. Ein Haufen bösartiger Scheusale auf der einen Seite, ein Haufen kriegshetzerischer Scheusale auf der anderen. Die Schöpfung selbst hat diesen Krieg entfacht. Und seitdem hacken sie aufeinander ein. Zwei Parteien von Scheusale, die sie bekriegen, was? Ja, genau. Die Tanari, diese brutalen Mörder, die nur an sich selbst denken, und die Kriegsmaschinerie des Bartesum, die für Recht und Ordnung unter ihren teuflischen Gesetzen kämpfen. Das ganze Durcheinander greift von Zeit zu Zeit auf die anderen Ebenen über und vermiest das Leben im gesamten Multiversum. Klingt ja nicht sehr angenehm, das Ganze. Ups. Was hat er denn noch so zu erzählen? Wir könnten über Ferret fragen, aber das haben wir schon zu viele Leute gefragt. Also, erzähl mir über Sigil und seine Umgebung. Epp lacht lauthals. Du gibst wohl nicht so leicht auf, was? Wenn du wissen willst, was außerhalb der Stadt liegt, dann sprich mit Kadarian Griesgram. Er ist hier der Weltenbummler. Ich kann dir aber was von den Dingen von der Dame erzählen. Oder von dem Darbus, den Schlüsseln und Portalen. Oder davon, wie die Zeit gemessen wird und die Stadt angelegt ist. Was willst du wissen? Oh, das ist doch mal interessant. Erzähl mir über die Dame. Nun, nur wenige wissen etwas über sie. Und selbst die, die mehr als nur ein wenig wissen, wissen nicht viel, Kumpel. Sie ist wahrhaftig ein Rätsel. Und wenn du ihr begegnen solltest, die Mächte mögen dich davor bewahren, wirst du sehen, dass sie still und tödlich ist. Soviel ich weiß, ist sie nicht bösartig, aber sie bewahrt das Dunkel über sich und regiert mit eiserner Hand über Sigil. Niemand konnte bisher ihr Geheimnis lüften, ohne zur Strafe in die Irrgänge geschützt zu werden. Was für Irrgänge? Was meinst du damit? Ja, dorthin werden manchmal Leute geschickt, um sie unschädlich zu machen. Die Dame nimmt einfach ein Stück von Sigil, stülpt es um und macht einen Irrgarten daraus. Darin landen alle, die ihr in die Quere kommen und verfaulen. Epp zieht an seiner Pfeife. Sobald der Blick der Dame auf dich fällt, kannst du deinem Schicksal nicht mehr entkommen. Sie wird dich kriegen, egal wie gerissen du bist. Wenn du eine Gasse entlang gehst, durch ein Tor gehst oder links in eine Straße abbiegen willst, in der du schon viele Male warst, findest du dich plötzlich an einem Ort wieder, den du nicht kennst. Die Irrgärten sind allerdings nicht ausbruchssicher. Ein Ausgang gibt es immer. Ein Portal, das die Dame irgendwo platziert hat. Man muss nur wissen, wo es sich befindet und wie man es benutzt. Erzähl mir was über die Darbus. Ja, diese witzigen Männchen, die durch die Gegend schweben und in Symbolen sprechen. Epp lacht. Gar nicht so einfach, was? Die Darbus sind so eine Art Verwalter und Arbeiter der Dame. Sie tun alles, was die Dame ihnen befiehlt. Sie halten Sigil sauber, bessern Mauerwerk aus, reißen alte Häuser ab oder bauen neue auf, errichten Portale oder riegeln sie ab
und so weiter und so fort. Wenn du sie bei der Arbeit störst oder gar einen tötest, ziehst du rasch den Zorn der Dame auf dich. Jetzt fragen wir noch kurz nach der Dame nach. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihr begegnest. Es sei denn, du stellst etwas Schlimmes an. Verletzt viele Leute, tötest einen Darboss, stellst die Herrschaft der Dame in Frage, betest sie an, was sie überhaupt nicht mag, oder störst einen Darboss bei der Arbeit. Oder vielleicht die Arbeit der Dame verrichtet. Wenn du Glück hast, hast du nur die Gnadentöter am Hals. Doch wenn sie selbst kommen, stirbst du, sobald ihr Schatten auf dich fällt. Erzähl weiter. Nun, so viel wir wissen, kann die Dame in Siegel so gut wie alles tun, Kumpel. Sie kann die Stadt vergrößern oder verkleidern, neue Tore richten oder alte verriegeln lassen, verhindern, dass der Blutkrieg auf die Straßen übergreift oder Menschen in die Stadt strömen. Und sie kann die Mächte fernhalten. Die Mächte? Damit sind Götter gemein, Kumpel. Und auf den Ebenen gibt es eine Menge davon. Ebb zieht an seiner Pfeife. Sie können jedoch nicht nach Siegel kommen. Die Dame schafft es irgendwie, sie fernzuhalten. Wie sie das macht, weiß keiner. Wie dem auch sei, sie hat Siegel davor bewahrt, ein Spielball fremder Interessen zu werden. Hier haben keine Götter Einfluss. Die muss wirklich sehr mächtig sein. Was können wir noch über Siegel fragen? Erzähl mal was über die Zeit in Siegel. Hier in Siegel messen wir die Zeit an der Helligkeit des Himmels. Anders als in den meisten Welten gibt es hier weder Sonne noch Mond, sondern nur diesen ewigen Dunst, der in regelmäßigen Abständen heller und dunkler wird. Was die meisten Leute als Mitternacht bezeichnet, heißt bei uns Tiefstand. Mittag heißt Hochstand, alles beruht auf Hochständen und Tiefständen. Jetzt weißt du, was gemeint ist, wenn jemand von 5 Stunden nach Hochstand spricht. Und wie ist die Stadt angelegt? Puh. Jetzt muss ich erstmal meine Kehle befeuchten. Er hebt einen Krug und trinkt. Die Stadt schwebt über einer unendlich hohen Säule. Siegel liegt auf der Seite, wie ein ausrangiertes Wagenrad, das allerdings keine Speichen besitzt, die es mit der Säule verbindet. Siegel ist in 6 Bezirke unterteilt, von denen jeder eine eigene Funktion hat. Wir befinden uns im Stock. Ich glaube, der Stock dient allein dazu, dass die anderen Bezirke der Stadt sich von diesem Elendsviertel abheben und dadurch prächtiger erscheinen können. Er lacht. Die Bünde, jene philosophischen Kreise oder Banden, wenn du diesen Ausdruck bevorzugst, teilt sich die Verwaltung der Stadt untereinander auf. Die Stadt wird auch als Kreuzung der Ebenen statt der Tore oder der Käfig bezeichnet. Man sagt, sie besäße Tore zu allen anderen Orten. Alle möglichen Gestalten kommen hierher, um Handel zu treiben, um sich hier niederzulassen oder sich für die nächste Etappe ihrer Reise zu stärken. Das jedenfalls ist die Kurzfassung. Wenn du mehr wissen willst, musst du den Ort auf eigene Faust erkunden. Was hat es mit den Portalen auf sich? Siegel wird auch die Stadt der Tore genannt, weil es hier an allen Ecken und Enden Portale gibt, Kumpel. Diese Portale, sie sind wie Tore zum Multiversum, doch sie sehen nicht aus wie Tore. Jede begrenzte Fläche kann ein Portal sein. Ein Fenster, eine Tür, ein Schlagloch, ein Bilderrahmen, ein Fassreifen, ein Gerüst, ein Schrank. Man braucht nur den richtigen Schlüssel, um das Portal zu öffnen und gelangt an irgendeinen anderen Ort im Multiversum. Was die Schlüssel betrifft. Ja, jedes Portal kann nur mit einem ganz bestimmten Schlüssel geöffnet werden. Während für Portale nur begrenzte Flächen in Frage kommen, gestaltet sich die Sache mit dem Schlüssel etwas schwieriger. Ein Schlüssel kann alles sein. Eine Melodie, die man in der Nähe eines Portals vor sich hinsummt, ein Freudentanz, den man aufführt, oder die Stimmung, in der man sich befindet, ein Stück des Reiseziels, das man in der Hand hält und so weiter. Als ich jung war, habe ich einmal ein Mädchen davon überzeugt, dass es ein Tor nach Arkadien öffnen kann, wenn es neben ihm einen Mann küsst. Und ich hatte recht. Wir sind oft nach Arkadien gereist. Es gibt bestimmt noch viele Portale zu entdecken. Manchmal muss man nur die Leute fragen und den passenden Schlüssel bekommen. Am schwierigsten ist es, das Dunkel eines Portals zu finden. Aber ich warne dich. Jemand wie du sollte sich weder seine Zeit damit vertreiben, von Portal zu ziehen, noch im Dunkeln durch Siegel zu wandern.
Verlasse nie die geschäftigen Straßen, erkunde die Stadt nur, wenn es hell ist und sei stets auf der Hut. Na gut, das müsste es jetzt gewesen sein, was er so uns zu erzählen hat, was eine ganze Menge war und recht informativ. Jetzt sollten wir noch mit dem Ebenenwanderer sprechen, den er erwähnt hatte. Weil er kannte sich ja nur innerhalb von Siegelgut aus, dieser Ebenenwanderer wohl mit dem ganzen Rest, was eine ganze Menge sein dürfte. Also dann, auf bald!